Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life. Ganze 8 Monate sind vergangen seit der letzten Folge von Future Features und damit heiße ich euch heute recht herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe dieser kleinen Serie auf meinem Kanal. Für die, die die Serie noch nicht kennen, wie der Name schon preisgibt, reden wir hier über Features, die in der Zukunft noch auf unsere Konsole kommen werden. Der Sinn dahinter war ganz einfach, schon bereits vor einem Update alles Wichtige über diese neuen Features zu wissen. Falls ihr immer noch diese Serie feiert und unbedingt mehr sehen wollt, zeigt dies gerne jetzt sofort mit einem Daumen nach oben. Würde mich persönlich auch sehr freuen. Heute schauen wir uns gemeinsam den Dreizack an. Der Dreizack ist Bestandteil des großen Unterwasser-Updates, auch Aquatic-Update genannt. Dieses Update soll schon sehr bald auf allen Minecraft-Plattformen gleichzeitig erscheinen. Alles weitere allgemeine jedoch zu diesem Update findet ihr in diesem Video hier, Link in der Beschreibung, einfach mal dort vorbeischauen. Wie immer durchlaufen wir auch heute wieder einmal verschiedene Kategorien, um alles Wichtige über dieses neue Feature zu erfahren. Zunächst beginnen wir mit allgemeinen Infos und Eigenschaften, danach geht es weiter mit der Herstellung oder der Beschaffung, dann die Verzauberung und zu guter Letzt wieder einmal wie immer mein persönliches Ranking, also wie gut und wichtig ich dieses Feature selber finde. Bevor wir starten allerdings noch eine kleine Sache, die bisher bekannt gegebenen Informationen fallen wirklich sehr mau aus, also es gibt kaum Infos über diesen Dreizack, jedoch habe ich mich einfach mal hingesetzt, alle kompletten Zusammenfassungen und Artikel über diesen Dreizack einfach mal rausgesucht, zusammengefasst und alles Wichtige oder allgemein alle Infos, die es bisher gibt, zusammengetragen. Nachdem das gesagt wurde, beginnen wir also somit mit den ersten allgemeinen Infos und Eigenschaften, die es bisher so zu dem Dreizack gibt. Der Dreizack, wer hätte es gedacht, ist eine brandneue Waffe. Zum einen kann sie genau wie ein Schwert zum Schlagen genutzt werden und zum anderen kann man den Dreizack auch einfach werfen. Ein wirklich cooler Fakt am Rande, einige Fähigkeiten des Dreizacks funktionieren nicht am trockenen Lande, sondern lediglich nur unter Wasser, logischerweise, weil der dann Kontakt mit Wasser bekommt oder so. Und haltet euch fest, Freunde, wenn es regnet. Der Schaden eines Dreizacks soll ähnlich dem eines Diaschwerts sein, allerdings ist in diesem Fall ein Wurf immer tödlicher als ein Schlag. Weiter geht's nun mit der Herstellung bzw. der Beschaffung eines Dreizacks. Hier ist es leider so, dass es dazu momentan noch keinerlei bestätigte Informationen gibt. Also weder ob man ihn craften kann, noch ob man ihn in irgendeiner Weise irgendwo finden muss. Viele Leute in der Community denken allerdings, es würde ein neuer Unterwasserboss kommen, der als Loot den Dreizack dann droppt. Andere gehen auch davon aus, dass man ihn mit Hilfe von Sticks und Diaschwertern oder Diamanten craften kann. Alles aber nur reine Spekulationen. Was ihr darüber denkt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, dazu gibt es leider aktuell noch keine Informationen. Mehr Infos gibt es da allerdings schon zum Thema Verzauberung. Eine davon, die durchaus wirklich Sinn macht, nennt sich Loyalty, also Loyalität. Sehr schwieriges Wort, meine Güte. Wirft man also einen unverzauberten Dreizack, muss man diesen natürlich mühevoll wieder einsammeln. Man wirft ihn weg und der kommt ja dann auch dementsprechend nicht zurück, logischerweise. Die Verzauberung Loyalität verhindert dies. Ist der Dreizack damit verzaubert, kommt der wie ein Bumerang zurück zu euch geflogen. Coole Sache auf jeden Fall. Eine weitere mega coole Verzauberung nennt sich Riptide, also im Deutschen Sturzflut. Wirft man nun einen Dreizack, erhält man einen Geschwindigkeitsboost oder Schub sozusagen und fliegt hinter dem geworfenen Dreizack her. Ist man also unter Wasser und wirft ihn hoch über Wasser, kann man nun also eine Art Delfinsprung absolvieren. Es wird noch weitere Verzauberungen geben laut Jab, aber allerdings gibt es dazu, wie gesagt, auch momentan keine Infos. Zu guter Letzt kommt noch mein persönliches Ranking. Ich muss zugeben, dass der Dreizack ein unglaublich geiles Feature ist. Alleine schon die Vorstellung, damit bald unter Wasser Tempel und Ruinen zu erobern, ist mega verlockend. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Crafting bzw. Beschaffung angeht. Also ich persönlich muss zugeben, dass ich nichts gegen einen neuen Unterwasserboss hätte. Und ihr auf jeden Fall, ab damit in die Kommentare. Jedenfalls, wer hätte es gedacht, gebe ich dem Dreizack 10 von 10 möglichen Punkten. Wie würdet ihr ihn selber bewerten? Dazu einfach mal oben rechts am Video-Voting teilnehmen. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie da das Ergebnis so aussieht. Das war's dann auch schon mit der 10. Folge von Future Features. Wie gesagt, falls es euch gefällt und ihr mehr sehen wollt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wie immer, eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Falls Fragen noch offen sind, auch gerne damit in die Kommentare, werde ich alles lesen und beantworten. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. I didn't pay my rent today. It's so strange. Cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up. Spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different.